16. Mai 2006 wird in ihrer Luxuswohnung hier über diesem Parkhaus die Leiche von Charlotte Böhringer gefunden. Sie ist erschlagen worden. Als Täter wird ihr Neffe verurteilt. Heute, mehr als 15 Jahre danach, gibt es neue Recherchen. Können diese die Unschuld des Neffen beweisen? Wir rekonstruieren den Fall. Charlotte Böhringer wurde 59 Jahre alt. Sie gehörte zum Münchner Geldadel, zu den wirklich Vermögenden, die dies nicht in die Öffentlichkeit tragen. Wenn man Schickeria nennen will, die gibt es in München. Das sind die, die sehr gerne sich in den Zeitungen und im Fernsehen sehen. Zu denen hat die Frau Böhringer sicher nicht gehört. Es gibt eine andere Art von Stadtgesellschaft, sage ich mal, die sehr viel Geld hat, die sich auch untereinander kennen. Und da war sie eher bekannt. Ja? Aber das ist ein Kreis, der eher nicht so gern in der Öffentlichkeit steht. Bis zu dem Mord im Mai 2006 wusste kaum jemand, dass sich über dem Parkhaus eine mehr als 400 Quadratmeter große Luxuswohnung befindet. Die Residenz der Parkhausmillionärin. Die Frau Böhringer war sicher keine einfache Frau. Sie war Witwe, sie hatte viel Geld geerbt. Sie war jetzt die Inhaberin dieses einträglichen Parkhauses und hat das wohl auch ihren Angestellten und so gegenüber denen durchaus zum Ausdruck gebracht. Auch mit der Familie war sie nicht so ganz freundschaftlich verbunden. Sie hatte halt so viel Geld im Gegensatz zu allen anderen. Ja, auf der einen Seite ist sie sicherlich ein Familienmensch gewesen, weil sie hat schon auch Ansprüche gehabt, dass an Muttertag, dass man sich da meldet oder an Geburtstag oder an Weihnachten, dann wollte sie schon auch Familie um sich herum haben. Was hier das Geschäftliche anging im Parkhaus, da hat sie auch immer gewusst, was sie will. Ein strenges Regiment geführt, sollte immer alles sauber sein und nach ihren Vorstellungen. Marthe Todt ist einer der beiden Neffen von Charlotte Böhringer. Er hat einen 2 Jahre älteren Bruder, Benedikt. Böhringer hatte keine eigenen Kinder, deshalb sollten die beiden einmal ihr gesamtes Vermögen erben. Und die Millionärin hatte offenbar eine genaue Vorstellung, wie ihre Nachfolge aussehen sollte. Und dazu gehörte, dass Benedikt Todt ein Jurastudium abschließt, weil sie der Meinung war, dass hier in diesem Betrieb doch ein Jurist die Leitung übernehmen sollte. Und das hätte, so wird es ja immer gesagt, eine der Voraussetzungen gewesen sein sollen, dass Benedikt Todt dann tatsächlich auch erbt und sein Bruder ebenfalls. Am 16. Mai 2006 hängt ein Mitarbeiter wie jeden Tag die Zeitungen an die Wohnungstür seiner Chefin. Ich bin in die Arbeit gekommen, haben mir die beiden Frühschichtler gesagt, dass die Tante eben nicht zu erreichen war und dass sie sich nicht gemeldet hat. Sie machen sich Sorgen und sehen nach, ob Böhringer die Zeitungen hereingeholt hat. Erreichbar ist sie aber nicht. Und da ging die Suche los. Also wir haben auch Freundinnen, Freunde von ihr angerufen, die haben auch nichts gewusst. Dann haben wir eben den stellvertretenden Geschäftsführer angerufen, weil er einen Schlüssel fürs Büro hatte und im Büro war ein Schlüssel für die Wohnung. Und eben dieser stellvertretende Geschäftsleiter ist mit meinem Bruder raufgegangen. Und mein Bruder war halt Erstauffinder. Tante! Es ist ganz kalt. Die Obduktion wird später ergeben, dass Charlotte Böhringer am Abend des 15. Mai 2006 stirbt. Die Polizei schränkt den Tatzeitraum auf etwa 18.45 Uhr bis 19.30 Uhr ein. Sie wird mit mindestens 24 Schlägen auf den Kopf getötet. Die Tatwaffe, ein schwerer Gegenstand, wurde bis heute nicht gefunden. Der Neffe des Opfers, Benedikt Todt, Spitzname Benze, gibt bei der Polizei an, dass er zur Tatzeit zu Hause war. Da er sich angeblich nicht gut fühlte, will er ein Erkältungsbad genommen haben. Tschüss.
Seine Verlobte soll dann die Wohnung verlassen haben, um sich mit Freundinnen zu treffen. Dass die Polizei zunächst Benze gar nicht auf dem Schirm hatte, lag auch daran, dass seine Freundin oder Verlobte ihm damals sofort ein Alibi gegeben hatte. Sie hat gesagt, er sei bis 19 Uhr in der gemeinsamen Wohnung gewesen und dann sei sie zu einem Treffen mit Freundinnen am chinesischen Turm gegangen. Das prüft die Polizei natürlich nach. Und da stellte sich eben heraus, dass sie schon um 17 Uhr am chinesischen Turm war und keineswegs bis 19 Uhr in der Wohnung. Und das ist der kritische Zeitpunkt gewesen, denn bis 18.45 Uhr hat die Frau Böhringer noch telefoniert, das kann man nachweisen, und dann reißt es plötzlich ab. Dann von da an verstummt sie. Dadurch gerät Benedikt Todt ins Visier der Polizei. Seine Wohnung wird von den Münchner Ermittlern durchsucht. Hier finden sie eine Zeitung mit der Stadtteilausgabe, die nur in der Gegend des Parkhauses verkauft wird. In seiner Gegend gab es wieder eine andere Stadtteilausgabe. Also muss er die Zeitung mitgenommen haben, wie denn sonst? Denn er, bei sich zu Hause konnte er sie nicht erwerben. Polizei und Staatsanwaltschaft sammeln offenbar genügend Indizien gegen Benedikt Todt. Der damals 31-Jährige wird angeklagt. Das öffentliche Interesse an dem Prozess ist groß. Ich bin, was ja die Aufgabe des Journalisten ist, erstmal neutral reingegangen, natürlich. Ja. Habe die Anklage gekannt und das hörte sich ja auch schlüssig an. So, ja. Und dann kam eben die Verteidigung mit immer neuen Beweisanträgen und Gegenargumenten und so. Und dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht könnte es auch anders gewesen sein. Ne? Und beim Benze hatte ich das Gefühl, dass der am Anfang eigentlich immer noch ganz zuversichtlich war und dann gegen Ende hin immer verzweifelter wurde, was jetzt nichts über die Täterschaft sagt. Er beteuert immer wieder seine Unschuld. Hinter ihm stehen Freunde und Familie. Auch sie sind überzeugt, dass Todt seine Tante nicht getötet hat, obwohl er ein stichhaltiges Motiv für den Mord gehabt hätte. Wir wissen, dass Benedikt Todt mit dem Jurastudium begonnen hat, aber es ist ihm keine Freude gewesen. Und deswegen hat er es vernachlässigt, hat zwischendurch versucht, sich zum Schauspieler ausbilden zu lassen, ist dann wieder zum Jurastudium zurückgekehrt, aber hat es nicht beendet. Doch dass er das Jurastudium abschließt, war für seine Tante Charlotte Böhringer offenbar die Voraussetzung für den Job als Geschäftsführer und das Millionenerbe, erklärt Gisela Friedrichsen. Die Gerichtsreporterin hat die Fallakten intensiv studiert. Benedikt Todt befand sich damals in einer höchst bedrängten Situation vor der Tat. Er hatte ja angegeben, dass er das erste Staatsexamen bestanden hat und dass er also auch alles absolviert hat, um das zweite abzulegen. Und in dem Monat der Tat wäre herausgekommen, dass er weder das erste gemacht hat, noch das zweite abgelegt hat. Und die Tante bestand ja darauf, ihn nur dann als Erben einzusetzen und als Geschäftsführer da dann wirken zu lassen, wenn er Volljurist wäre. Damit das nicht aufliegt, belügt Todt seine Tante. Aber nicht nur sie. Auch seinen Kommilitonen, Freunden, der Familie und seiner Verlobten erzählt er, dass er das erste Staatsexamen bestanden und das Rechtsreferendariat absolviert hat. Er hat sich wohl in eine Situation hineinmanövriert, aus der er irgendwo nicht mehr herausfand, sondern wo sich dann eine Lüge an die andere reihte. Das hat so eine eigene Dynamik dann. Wenn man mal in so einer Lügengeschichte, in so einem Lügengeflecht drin ist, dann kann man auch nicht mehr unterscheiden. Also dem einen sage ich es jetzt, dem anderen sage ich was anderes, dem dritten sage ich die reine Wahrheit. Das kann man dann auch nicht mehr auseinanderhalten. Das Lügen ist ja eine ganz intellektuell sehr anstrengende Angelegenheit. Das Gericht sieht ein Motiv darin, dass die Lüge kurz vor der Entlarvung steht und Todt Angst hat, dass er enterbt wird. Da er kein Alibi nachweisen kann, hat er ja auch die Gelegenheit, so die Richter.
In dem Indizienprozess wird er 2008 wegen Mordes an seiner Tante verurteilt. Das Gericht stellt die besondere Schwere der Schuld fest. Seine Unterstützer sind entsetzt. Sie sind schuldig! Sowas ist eine Frechheit, ist es! Sowas ist eine Frechheit! Laut Urteil soll sich die Tat wie folgt abgespielt haben. Benedikt Todd weiß, dass seine Tante am Abend die Wohnung noch einmal verlassen will. Er lauert ihr an der Wohnungstür auf. Mindestens 24 Mal schlägt er auf Charlotte Böhringers Kopf ein. Danach geht er in das Arbeitszimmer. Dort sucht er nach dem Testament. Er ist nicht sicher, ob er immer noch als Erbe eingesetzt ist. Schließlich stiehlt er noch 4 500-Euro-Scheine. Die Scheine mit Spuren des Opfers werden später bei Todd sichergestellt. Für Familie und Freunde ist die Darstellung des Gerichts an den Haaren herbeigezogen. Sie sagen, Benedikt ist unschuldig. Ja, wir sind ja dessen überzeugt, dass er es nicht ist. Also unabhängig davon, dass wir jetzt dem als Beisitzer dem Gerichtsprozess gefolgt haben und feststellen mussten, dass das Gericht an keinem Tag Interesse zeigte, die Wahrheit rauszubekommen, sondern einfach nur auf die Verurteilung hingearbeitet hat. Seit Jahren lässt Marthe Todd nichts unversucht, um die Unschuld seines Bruders zu beweisen. Er hat das gesamte Vermögen von Charlotte Böhringer geerbt und engagiert die besten Anwälte und Gutachter, die immer wieder vor Gericht ziehen. Bislang wurden jedoch alle Anträge und Klagen zurückgewiesen, erklärt die Sprecherin des Oberlandesgerichts München. Der Angeklagte ist zunächst zum Bundesgerichtshof gegangen und der hat im Jahr 2009 die Revision des Angeklagten zurückgewiesen. Der nächste Schritt war, dass der Angeklagte das Bundesverfassungsgericht angerufen hat. Dieses hat jedoch seinen Antrag nicht zur Entscheidung angenommen. Als nächstes kam dann ein erster Wiederaufnahmeantrag, für den das Landgericht Augsburg zuständig war. Das Landgericht Augsburg hat den Antrag zurückgewiesen. Die Beschwerde dagegen hat das Oberlandesgericht München entschieden und auch dieser Beschwerde wurde nicht stattgegeben. Vor 5 Jahren stößt der Kriminalist Axel Petermann auf den Fall. Für ein neues Buchprojekt will er die Hintergründe recherchieren. Wir treffen Petermann am Tatort in München. Vor seiner Pensionierung war er Leiter der Mordkommission und Fallanalytiker des LKA Bremen. Von den Anwälten erhält Petermann Einblick in die Ermittlungsakten. Vor Ort will er sich nun selbst ein Bild machen. Also ich bin ja ein Mensch, der viele Tötungsdelikte bearbeitet hat, der später dann sich mit den Methoden der Fallanalyse oder des Profilings beschäftigt hat. Und mir ging es darum zu sagen, welche Spuren habe ich am Tatort, in gewisser Weise herauszufinden, was die Aussagen über den Ablauf des Geschehens und ob die Annahmen des Gerichts, ob die vorliegenden Beweise so tatsächlich zu halten sind oder ob die Ergebnisse nicht revidiert werden müssen. Der Flur sah zur Tatzeit so aus, wie wir es hier auf dem Foto erkennen können. Es hing ein großer Spiegel, darunter war ein goldenes Tischchen abgestellt und zwischen dem Tischchen und den Treppen, auf denen ich jetzt hier stehe, lag der Körper von Charlotte Böhringer. Am Originaltatort will Axel Petermann herausfinden, ob der Ablauf so gewesen sein kann, wie ihn das Gericht dargestellt hat. Mit 2 Schauspielern will er deshalb die Tat nachstellen. Dann kommst du als Charlotte Böhringer, öffnest die Tür und wirst gleich von ihm mit ersten Schlägen hier im Türbereich angegriffen. Okay. Und ich währenddessen schlage und, ach so, ich, ja. Das waren ja 24 Schläge. Mhm. Noch bevor die eigentliche Tatrekonstruktion beginnen kann,
erreicht uns die Nachricht, dass wir mit Benedikt Todt im Gefängnis telefonieren dürfen. Dieses Gespräch hat Axel Petermann arrangiert. Hallo Herr Todt, Axel Petermann hier. Hören Sie mich? Oh ja, jetzt höre ich was. Herr Petermann, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Todt. Fein, dass das klappt. Benedikt Todt ist in der Justizvollzugsanstalt Straubing inhaftiert. Er erzählt, dass der Tagesablauf streng geregelt ist. Er beginnt um 6 Uhr morgens, abends um 17.30 Uhr ist wieder Einschluss in die Zellen. Er arbeitet in der Anstaltsbibliothek. Wie war denn das Verhältnis zu Ihrer Tante? Es war grundsätzlich gut, aber es war natürlich durchsetzt von Schwankungen. Also natürlich sage ich, weil ich war sowohl privat als auch geschäftlich am nächsten an ihr dran. Und wir sind beide nicht vom diplomatischen Chor und so wird halt viel gestritten. Und für jemanden, der das nicht gewohnt ist, der meint natürlich gleich eine rustikale Kommunikationsart entdecken zu können, die halt dann durchaus auch da ist. Aber das ist halt per se meiner Meinung nach auch nichts Schlechtes. Aber es war vom Grundsatz her eine sehr herzliche Beziehung. Benedikt Todt erzählt in dem Telefonat, dass er seiner Tante bereits im Spätsommer 2005 gestanden haben will, dass er sein Jurastudium abgebrochen habe. Sie haben ja natürlich auch, und da stolper ich so immer ein bisschen drüber, auch Ihren Freunden erzählt, Sie hätten das Staatsexamen gemacht. Ja, also dass ich mit diesem Studium aufgehört habe, das ist eine der besten Entscheidungen meines Lebens gewesen. Und dass ich halt diese unsägliche Scharade da abgezogen habe, das ist sicherlich eine der schlechtesten Entscheidungen gewesen. Und das ist ein Fehler, das hängt mir nach. Vielleicht werde ich dafür bestraft, das mag sein. Und ursächlich dafür war wohl, dass ich mich geschämt habe einfach. Hab dann halt genau den Leuten was vorgemacht, die mir am wichtigsten waren. Ich würde es heute sicherlich anders machen, gar keine Frage. Vor allem, weil ich ja dann zumindest im Nachhinein dann gehört habe von allen wesentlich Beteiligten, eigentlich haben wir es geahnt und zweitens ist es eh wurscht. Und also darauf wäre es ja nicht angekommen. Also da ist nichts Illegales passiert, es ist ein familiäres oder ein soziales Versagen gewesen meinerseits. Gut, und dafür werde ich ja jetzt schon lang genug bestraft. Ich kann die Ermittler verstehen, dass die sagen, da macht einer eine Lebenslüge, da steht eine wichtige Prüfung an, das Kartenhaus fällt zusammen und dann tötet er seine Tante, damit das nicht bekannt wird, damit er quasi in die Firma reinrutschen kann und sich niemand darum kümmert, ob er das Studium abgelegt hat oder nicht. Aber das war für mich nicht entscheidend, um diese Arbeit hier zu machen. Denn Petermann will für ein neues Buchprojekt die objektiven Spuren der Tat noch einmal überprüfen. In einem ersten Schritt stellt er mit zwei Schauspielern am Tatort der Baderstraße den Ablauf des Mordes noch einmal nach. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 23, 24. Ja. Und wie anstrengend ist das für dich gewesen? Also ich finde, es war sehr anstrengend. Also das ist jetzt ein Schaumstoffhammer und trotzdem 24 Schläge mit voller Kraft nur mit dem Hammer zu machen, ist schon, also man kommt schon wirklich ins Schnaufen. Für den Profiler Axel Petermann sind diese Beobachtungen äußerst interessant. Also unsere beiden Schauspieler haben ja versucht, die Situation so, wie es im Urteil beschrieben steht, nachzuahmen, nachzustellen. Und da sind sie ja ganz intuitiv vorgegangen. Aber letztendlich kann es so nicht gewesen sein, kann es deshalb nicht so gewesen sein, weil wir ein ganz anderes Spurenbild haben. Ich meine jetzt nicht, dass das hier mit Katrin, die ja hier noch ein wenig liegen geblieben ist, da die letzten Schläge, die dort auf ihren Kopf erfolgten, das zweifle ich nicht an, das wird so gewesen sein. Aber was mich völlig irritiert hat, ist, dass wir hier in diesem Bereich in etwa 1,70 Meter Höhe und darunter verschiedene Blutspritzerzentren haben. Blutspritzer am Tatort des Mordes an Charlotte Böhringer. Sie erzählen eine Geschichte. Aber was können Experten daraus lesen?
Dr. Carsten Babian ist Rechtsmediziner an der Universitätsklinik Leipzig. Außerdem ist er Blutspurenanalyst. Aus einem Blutspurenbild kann man sowohl die zeitliche Abfolge von Tathandlungen rekonstruieren, als auch die örtliche Abfolge. Also wie haben sich Täter und Opfer am Tatort bewegt? Was ist zuerst passiert, was danach, was vielleicht zum Schluss? Wir haben einen Raum mit Papierbahnen abgeklebt, um Blutspuren so realistisch wie möglich abbilden zu können. Carsten Babian benutzt dafür Schweineblut, weil dies dem menschlichen Blut am ähnlichsten ist. Er zeigt den Unterschied zwischen passiven und projizierten Blutspuren. Passive Blutspuren entstehen, wenn Blut einfach der Schwerkraft folgend abtropft von einem Gegenstand, von einem Körperteil. Was passiert? Die Tropfen werden mit zunehmender Fallhöhe größer und es bilden sich Sekundärspritzer. Ja, so kleine Ausziehungen am Rand, teilweise auch mit Satellitentropfen, also einzelnen runden Klecksen neben dem großen Klecks. Projizierte Blutspuren entstehen durch eine Bewegung, zum Beispiel durch Schlagen auf einen Kopf. Sie können auch von einem blutigen Tatwerkzeug stammen. Schauen wir mal, was passiert, wenn der Täter mit dem blutigen Hammer kräftig nach hinten ausholt, wo sich dann die Blutspuren finden. Solche Spuren finden sich auch am Tatort in München. Für Petermann ergibt sich daraus aber ein anderes Tatgeschehen. Interessant sind diese Spuren, weil sie eben halt beweisen dürften, das Tatgeschehen hat sich hier in der Nähe des Tischchens zugetragen. Unterdessen hat der Anwalt von Benedikt Todt einen weiteren Wiederaufnahmeantrag gestellt. Diesmal geht es unter anderem um DNA-Spuren, die am Jackett des Opfers gefunden wurden, erklärt Peter Witting. Diese DNA-Spur war eine DNA-Mischspur, die auch Benze Todt zugeordnet worden war. Das ist fehlerhaft, so wissen wir jetzt nach einem Sachverständigenvotum, das uns vorliegt. Es ist nicht sicher, dass er der Spurenverursacher ist. Genauso gut ist es möglich, dass aus dem familiären Umfeld jemand als Spurenverursacher in Betracht kommt. Gemeint ist, dass die Spuren von Benedikts Bruder oder seiner Mutter stammen können, da die DNA bei Verwandten sehr ähnlich ist. Ende Juli 2021 wurde auch dieser Antrag abgelehnt. In dem Fall war es so, dass das damalige Gericht davon ausging, dass die Blutspur im Zusammenhang mit der Tat steht. Und deshalb haben die Wiederaufnahmegründe, die angebracht wurden, dass die Spur möglicherweise auch von Bruder oder Mutter stammen können, keinen Erfolg. Denn im Urteil damals wurde bereits ausgeschlossen, dass diese beiden mit der Tat zu tun haben, da die für die Tat ein Alibi hatten. Ist der Mord an Charlotte Böhringer ganz anders abgelaufen? Dieser Frage ist auch Professor Dirk Labudde aus Mittweida nachgegangen. Er leitet an der dortigen Hochschule den Studiengang Allgemeine und digitale Forensik. Mit seinem Team hat er versucht, die Blutspuren und Spritzrichtungen zu visualisieren. Also wir haben uns diese Tropfen angeguckt, dann haben wir die Richtung und Winkel noch mit mehr oder weniger Hand eingezeichnet. Das haben wir jetzt alles automatisiert. Wir haben also auch intelligente Systeme, also KI-Algorithmen eingesetzt und können das jetzt alles automatisch auch machen. Ziel war es, möglichst genau die Orte im Flur der Wohnung zu definieren, wo auf Charlotte Böhringer eingeschlagen wurde. So, und jetzt sieht man aber da, wo sich viele dieser Pfeile kreuzen, das sind sozusagen also Quellen des Blutes. Also das ist die Quelle, in welche Richtung nachher dieser einzelne Blutstropfen nachher fliegt. Ja, also wir sehen es jetzt hier einmal das Rote. Jetzt sieht man sozusagen nochmal wunderbar frontal eigentlich, dass sie hier gestanden haben muss. Auch von der Intensität ja, des Sammelmusters. Dann haben wir ganz viele Querspritzer eigentlich, die natürlich durch die Dynamik gekommen sind. Und dann sehen wir hier unten sozusagen also nochmal eine zweite Quelle all dessen.
Die Animation zeigt auch deutlich, dass am Anfang des Flurs an der Tür keine Blutspritzer zu finden sind. Hier hat aber laut Urteil die Tat begonnen. Wir erinnern uns. Benedikt Todd soll seiner Tante an der Tür aufgelauert und dann sofort zugeschlagen haben. Ich bin der Meinung, dass doch sehr vieles von dem, was für wahr gehalten wurde vom Gericht, von den Ermittlern, dass das nicht zutrifft. Und deswegen bin ich der Meinung, dass unter diesen Umständen Benedikt Todd mit den vorliegenden Indizien nicht hätte verurteilt werden dürfen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es einen völlig anderen Tatablauf gegeben hat. Professor Dirk Labudde aus Mittweida hat eine Theorie entwickelt. Danach war der Täter bereits in der Wohnung von Charlotte Böhringer. Ja, also Täter und Opfer kommen von oben, also aus dem oberen Teil der Wohnung, nutzen jetzt also diese Marmortreppe und gehen gemeinsam runter. Und dann kommt es zur Auseinandersetzung in diesem Teil des Flures. Benedikt Todd und seine Familie fühlen sich durch diese Theorie bestätigt. Für sie ist es ein Beweis, dass eine andere Person Charlotte Böhringer getötet haben muss. Das hat Todd schon immer beteuert. Ich als Betroffener, also ich weiß, dass die Wahrheit nicht ausgesprochen wurde. Ich weiß auch, dass eine Wahrheit, wenn man Glück hat, nachweisbar ist. Ich weiß nur, dass im Hintergrund noch irgendein Spiel gespielt wird, das zu groß ist für meinen Verstand. Und was das ist, naja, das würde ich gerne herausfinden. Benji Todd wäre nicht der erste Täter, der vehement an seiner Unschuld festhält und die auch so kommuniziert nach außen, denn dafür kriegt er Unterstützer. Wenn er sagt, ich war's, dann findet er niemand, der sich dann groß für ihn engagiert. Jeder Unterstützer bestärkt ihn wieder darin, dass er es nicht gewesen ist. Also das ist so ein Kreislauf. Ich glaube, der kommt aus dieser Nummer gar nicht mehr heraus. In dem Telefoninterview sagt Todd, dass er nun eine Verfassungsbeschwerde einreichen wird. Außerdem wollen seine Anwälte prüfen, ob sie mit den neuen Fakten über einen anderen Tatablauf einen weiteren Wiederaufnahmeantrag stellen. Wenn jetzt es für einzelne Bereiche dieses Tatablaufs, den ein Gericht feststellt, auch andere Möglichkeiten bestehen, heißt das ja nicht, dass das zwingend zu einem Freispruch führen wird. Denn selbst auch mit einem anderen Tatablauf hätte es zur Verurteilung kommen können. Deshalb ist es bei dem Wiederaufnahmeverfahren immer diese Zweiteilung zwischen neuem Beweismittel, neuen Tatsachen und der Geeignetheit, dass das auch zu einem Freispruch oder zu einer niedrigeren Strafe führt. Die Familie hat das Vertrauen in die Gerichte verloren, sagt Marthe Todd. Deswegen hat sie selbst eine hohe Belohnung für Hinweise ausgesetzt. Wir haben 250.000 Euro ausgelobt für Hinweise, die dazu beitragen, dass mein Bruder freikommt. Also es hilft natürlich nicht, wenn jemand kommt und damit kann man nicht arbeiten. Oder wenn jemand kommt und sagt, er war's und meint dafür Beweise zu liefern. Also natürlich unter der Voraussetzung, dass Benzer aufgrund dessen rauskommt. Hat Benedikt Todd seine Tante Charlotte Böhringer umgebracht? Oder wurde er Opfer eines Justizirrtums? Diese Frage polarisiert die Beobachter bereits seit 15 Jahren. Ob der Benzi der Täter war, weiß nur er selber. Und wenn er es nicht war, der wahre Täter. Ich weiß es auch nicht. Wo ich aber hundertprozentig sicher bin, ist, dass sie ihn nicht hätten verurteilen dürfen. Ich glaube eigentlich nicht, dass das Urteil den Falschen getroffen hat. Ganz abgesehen davon, dass man auch nicht, dass es nicht die Spur eines Alternativtäters gibt. Also es bleibt nur einer. Und nur einer hat wirklich ein Motiv, das auch so eine Tat irgendwo trägt. Das muss man sich ja mal vergegenwärtigen. Wenn das aufgeflogen wäre, dass er kein Examen hat, dann hätte er keinen Job gehabt. Er hätte also nichts gehabt, gar nichts.